Maroni. Es ist wieder mal so weit. Die Akteure stehen bereit. Hahn und Krone winken heut. Ach, Krems Hitparadenzeit. Und verehrtes Publikum, laden wir Sie wieder ein zu unserem Spiel von 1 bis 8. Also jetzt haben Sie gedacht, Ihr Fernseher spinnt, was? Nix ist April, April. Wir haben heute den ersten und damit herzlich willkommen bei Achims Hitparade. Ab jetzt laufen die Bilder wieder vorwärts. Musikantenkönig im März wurde... Einen Platz, wo er zu Hause ist und wo er noch wahre Freunde hat, wo man ihn liebt und nie vergisst. Jeder braucht eine Heimat, wo er glücklich und geborgen ist, wo für ihn die Sonne immer scheint, weiß er, dass er zu Hause. Der kleine Bach, wo ich als Kind mit Freunden spielte manchen Sommertag. Mein Vaterhaus, der alte Bau, das sind Erinnerungen, die ich mag. Der Rosenstrauch blüht noch so schön, die Amsel singt ihr Lied noch Tag für Tag. Vom nahen Dorf klingt heut wie einst der alten Turmuhr Glockenschlag. Jeder Mensch braucht eine Heimat, einen Platz, wo er zu Hause ist und wo er noch wahre Freunde hat, wo man ihn liebt und nie vergisst. Jeder Mensch braucht eine Heimat, wo weiß er, dass er zu Hause ist. Herzlichen Glückwunsch dem März Musikantenkönig und den Gewinnern von Achims Musikpaketen. Die Gewinner von den 10 CDs und der 10 Musikkassetten von Achims Hitparade haben ihr Päckchen ebenfalls schon in den Händen oder es klingt ihnen in den Ohren. Zu hören und zu sehen
sind in der Aprilausgabe unseres volkstümlichen Musikantenwettstreits wieder 8 Bewerber um den Titel Musikantenkönig. Gleich zu Beginn bewerben sich 4 Musikanten aus Sachsen. Sie sind in Chemnitz, dem Tor zum Silbernen Erzgebirge, zu Hause. Mit Start Nummer 1 legen Sie die Vorgabe für den heutigen Wettbewerb. Die Wetzelbach-Musikanten mit Heut lacht die ganze Welt mich an. Sanfte Sommerwind, summt seine Melodie. Sogar das scheue Reh bleibt stehen am Waldessaum. Ja, sowas gibt's nicht oft zu sehen, ein wahr gewordener Traum. Heut lacht die ganze Welt mich an, ein Wort hat mir so wohl getan. Drum singe ich ein Lied. Alle Vögel singen mit, so strahlend blau das Himmelszelt. Wir tanzen froh durch Wald und Feld. Heut hab ich dich gefragt und du hast ja gesagt. Schau, so leuchtet grün das Gras, es blinkt im Morgentau, der Bach erzählt uns was. Die Lerche singt vergnügt, sie weiß, dass ich dich fand. Der Himmel hat es so gefügt, drum ziehen wir Hand in Hand. Heut lacht die ganze Welt mich an, ein Wort hat mir so wohl getan. Drum singe ich ein Lied und alle Vögel singen mit. So strahlend blau das Himmelszelt, wir tanzen froh durch Wald und Feld. Heut hab ich dich gefragt und du hast ja gesagt. Heut hab ich dich gefragt und du hast ja gesagt. Heut hab ich dich gefragt und du hast ja gesagt. Heut lacht die ganze Welt mich an. Start Nummer 1 im Aprilwettstreit von Achims Hitparade. Ich hoffe, es gibt für die Wetzelbach-Musikanten auch bei der Musikantenkönigswahl lachende Gesichter. Bei der Geburtstagsfeier zum 10-jährigen Bestehen der Gruppe wird's die bestimmt geben. Das heißt, wenn die vielgebuchte Gruppe nicht gerade unterwegs zum nächsten Auftritt ist. Fahrende Musikanten sind auch meine nächsten Gäste. Monika und Wolfgang Schröter aus Sachsen-Anhalt kennen seit vielen Jahren das unstete Musikantenleben aus dem FF. Unter dem Motto, es ist so schön, ein Musikant zu sein, ziehen die beiden zu ihren Fans. Dieser Weg hat sie unter anderem auch zu meiner Kollegin Caroline Reiber ins ZDF geführt. Heute Start Nummer 2 in Achims Hitparade mit Du darfst die Hoffnung nie verlieren. Die fahrenden Musikanten Monika und Wolfgang Schröter. Nie verlieren, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Auch wenn dir gar nichts mehr geblieben, irgendwo brennt immer noch ein kleines Licht. Man darf die Hoffnung nie verlieren, auch wenn das Herz und die Seele weint. Denn es bleibt immer ein Hoffnungsschimmer und der Glaube an die bessere Zeit. Ja, es bleibt immer ein Hoffnungsschimmer
Und wenn nicht, hat nur die Hoffnung noch verliebt. Du fragst, wie soll man weiterleben, wenn man den Mut dazu verloren hat? Woher noch Kraft und Liebe nehmen? Du hast das Leben manchmal so satt. Doch wo auch immer Menschen leben, auf dieser großen, schönen, weiten Welt, da wird es Sorgen, Ängste geben. Doch etwas ist, was uns am Leben hält. Du darfst die Hoffnung nie verlieren, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Auch wenn dir gar nichts mehr geblieben, irgendwo brennt immer noch ein kleines Licht. Man darf die Hoffnung nie verlieren, auch wenn das Herz und die Seele weint. Denn es bleibt immer ein Hoffnungsschimmer und der Glaube an die bessere Zeit. Ja, es bleibt immer ein Hoffnungsschimmer, auch wenn nichts als nur die Hoffnung noch bleibt. Du darfst die Hoffnung nie verlieren, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Auch wenn dir gar nichts mehr geblieben, irgendwo brennt immer noch ein kleines Licht. Man darf die Hoffnung nie verlieren, auch wenn das Herz und die Seele weint. Denn es bleibt immer ein Hoffnungsschimmer und der Glaube an die bessere Zeit. Ja, es bleibt immer ein Hoffnungsschimmer, auch wenn nichts als nur die Hoffnung noch bleibt. Start Nummer 2, die fahrenden Musikanten, Monika und Wolfgang Schröter. Und du darfst die Hoffnung nie verlieren. Und jetzt wird Barisch aufgespielt. Das sieht den Bayern ähnlich. Der zweitälteste Freistaat Deutschlands und einen eigenen Tanz. Dazu noch ein äußerst rhythmischer. Die Sachsen als älteste Freistaatler haben das noch nicht zusammengebracht. Ich glaube, der käme auch etwas gelatscht da daher. Zu uns kommt Stadt Nummer 3, die Holznicht. Mit Barisch wird heute aufgespielt. Jeder Tanz ganz ungeniert, außer Nacht und wieder Zahn, dass man wohl eine Gaudi haben. Borisch tanzen alle gern, jede Dame schnappt am Herrn und gleich geht es richtig rum, ja Borisch, dies ist gesund. Außer Land und wieder Zahn, dass wir bald eine Gaudi haben. Borisch tanzen alle gern, jede Dame schnappt am Herrn und gleich geht es richtig rund, ja Borisch, dies ist gesund.
Die Holzknecht und Borich wird heute aufgespielt. Unser Start Nummer 3. Mit Nummer 4 kommt ein Mann, der zu den bekanntesten Unbekannten zählt. Was er getextet, komponiert und produziert hat, brachte ihm 56 Doppelplatin und dreifach Goldplatin und Diamantschallplatten ein. Der heimliche König der volkstümlichen Musik ist ein vom Schuldienst beurlaubter Oberstudienrat aus Regensburg. Sein größter Hit, Patrona Bavari, für das Original Nabtaldu. Jetzt singt er seine eigenen Lieder. Start Nummer 4, Mutter Gottes von Altötting. Vorne mit Günther Behrle. Es war ein Bauer, der ist morgens in den Wald ausgefahren und weiß kränkt hat, überschlägt sich sein Bein. Und da liegt er unter Holz drin, keiner hat eine Chance ihm gehen, aber er bewegt den Lippen, so als würde leise reden. Mutter Gottes von Altötting, mach mich bitte wieder gesund und begleit mich durch mein Leben bis zur allerletzten Stund. Mutter Gottes von Altötting, wenn der Menschen Hilfe bringt und wenn meine Not zu groß ist, dann verlass mich bitte nicht. Unsere Frau macht ein Gelöbnis, weil sie täglich schlechter geht und sie macht sich zur Madonna auf den Weg. Und dann steht sie voll Vertrauen drüben vor dem Gnadenbild, mit der Hoffnung in der Seele, dass sich das Kind erfüllt. Mutter Gottes von Altötting, mach mich bitte wieder gesund und begleit mich durch mein Leben bis zur allerletzten Stund. Mutter Gottes von Altötting, wenn der Menschen Hilfe bringt und wenn meine Not so groß ist, dann verlass mich bitte nicht. Und zur selbigen Stund macht er Augen auf. Er spürt tief in sein Herz, er wird gesund. Mutter Gottes von Altötting, wenn der Menschen Hilfe bringt und wenn meine Not zu groß ist, dann verlass mich bitte nicht. Und wenn meine Not zu groß ist, dann verlass mich bitte nicht. Mit Mutter Gottes von Altötting war Günther Behrle unsere Startnummer 4 in Achims Hitparade vom April. Günther, auf deiner neuen CD und Nichts als die Wahrheit gibt es einige Lieder, die an Patrona Bavarie oder Mutter Gottes von Altötting erinnern. Woher nimmst du deine Themen? Also ich glaube, in der heutigen Zeit, die so von Stress und Hektik geprägt ist, wenn man da ein bisschen ein Auge für seine Mitmenschen hat, dann ist es ganz leicht, diese Titel zu finden. Die 98 Kilometer von Regensburg nach Altötting sollst du ja schon mal gepilgert sein, habe ich mir sagen lassen. Nein, die bin ich schon selber zu Fuß gegangen. Und zwar war das vor meinem Examen, ich war also nicht immer der fleißigste Student. Und dann habe ich gedacht, und habe gesagt, wenn ich halt dieses Examen bestehe, dann gehe ich zu Fuß nach Altötting. Und dann habe ich es bestanden und dann bin ich ja gegangen, weil man soll nicht nur bitten, sondern man soll ja danken. Lieber Günther, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Danke. Auf dem Weg als Interpret deiner eigenen Lieder. Günther Behrle. Auch Rolf Stubenrauch von den Nahetalern hat in dem folgenden Lied seine Gedanken und Erfahrungen gestaltet. Mit seiner Gruppe war er nicht nur Musikantenkaiser in Achims Hitparade. Die Nahetaler gehören auch zur kleinen Gruppe derer, die bereits mehr als dreimal Musikantenkönig in unserer Sendung waren. Heute Start Nummer 5 mit Bergfrieden, die Nahetaler.
wollten für immer zusammenbleiben, doch meistens fehlt die Zeit. Und wegen der kleinsten Kleinigkeit gibt's schon mal den größten Streit. Ah, jeder will noch was Besseres sein, und meistens geht's nur ums Geld. Warum kann's nicht sein, dass man sich verträgt? Wir haben bloß die eine Welt. Und ich such mein Frieden, muss lauf auf den Berg. Ich wünschte, ich könnt fliegen, könnt schauen's Himmelswerk. Hier find ich mein Frieden, hier kann ich's noch spüren, dass weit weg irgendwo sich Himmel und Erde berühren. Bloß weil er andere Nasen hat, wird er nicht akzeptiert. Und weil er einen anderen Haarschnitt hat, wird's vom Nachbarn nicht toleriert. Und wenn der andere Meinung hat, kann sein, dass weh nicht gefällt. Warum kann's nicht sein, dass man sich verträgt? Wir haben bloß die eine Welt. Und ich such mein Frieden, muss nauf auf den Berg. Ich wünschte, ich könnt fliegen, könnt schauen's Himmelswerk. Hier find ich mein Frieden, hier kann ich's noch spüren, dass weit weg irgendwo sich Himmel und Erde berühren. Und ich such mein Frieden, muss lauf auf den Berg. Ich wünsch, ich könnt fliegen, könnt schauen's Himmelswerk. Hier find ich mein Frieden, hier kann ich's noch spüren, dass weit weg irgendwo sich Himmel und Erde berühren. Startnummer 5 in Achims Hitparade, Bergfrieden mit den Nahetalern. Mit Startnummer 6 tritt ebenfalls ein Musikantenkönig erneut im volkstümlichen Musikantenwettstreit an. Von den Nachwuchstrompetern ist er einer der Besten. Der Thüringer hat sich zielstrebig in die Spitzengruppe der jungen Trompeter gespielt. Neben Stefan Moss und Dirk Schiefen gehört er zu den hoffnungsvollen Talenten, denen Fachleute bereits vor Jahren eine erfolgreiche Zukunft voraussagten. Bei ihm ist diese Zukunft schon heute Wirklichkeit. Für Achims Hitparade hat er eine bekannte griechische Volksweise bearbeitet. Startnummer 6, Eleni, auf der Trompete geblasen von Thorsten Benkenstein.
Thorsten Benkenstein und Eleni, unsere Startnummer 6. Viel Glück, Thorsten. Bei uns im Spreewald sagt man dem Sauerkraut ja alles Mögliche nach. Schlankmacher und Schönheitsmittel soll es sein, gut gegen schlechte Laune, denn sauer macht lustig, und auch als Allheilmittel in Verbindung mit allen möglichen Kräutern wird's gehandelt. Mir ist es am liebsten mit Blutwurst und Pellkartoffeln, denn Sauerkraut alleine macht nur krumme Beine, hat Oma immer gesagt. Mensch, was heißt denn hier? Man sieht's. Meine krummen Beine kommen vom Fußball. Bring mich nicht aus dem Konzept, du bunter Vogel. Wir waren beim Sauerkraut. Denn jetzt hat man herausgefunden, Sauerkraut macht sexy. Das behaupten jedenfalls Markus, Roland Fuchsi und Stefan von den Himmelblauen Alpensängern mit Startnummer 7. Mit den Jahren lässt die Figur nach und nach nach. Denn bei Bier und Haxen, da werd ich immer schwach. Drum mach ich ne Brigitte-Diät, die wirkt auf jeden Fall. Morgens Brigitte, mittags Brigitte und abends noch einmal. Ich war auch schon zur Kur, nur wegen der Figur. Mehrfach ungesättigt wirst du schlank wie eine Schnur. Und auch der Herr Kohl ist einmal jährlich brei und schrumpft von gut 2 Zentnern auf knapp unter 2. Vergiss die ganzen Plagen und lass dir eines sagen. Sauerkraut macht sexy und schon nach 2-3 Tagen. Sauerkraut macht sexy, hörst du die Leute sagen. Sauerkraut macht sexy und das hat seinen Grund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Die moderne Küche ist sehr figurbetont, weil so ein Ballaststoff die Verdauung schont. Ein Schlankmacher-Menü, das find ich genial, damit es richtig wirkt, ess ich es gleich 3-mal. Es lebe der Sport, denn der macht uns hart. Er nimmt von jedem Ort die falschen Funde fort. Ich betreibe mit Begeisterung den Triathlon. Erst Kartoffelchips, dann Weißbier und zum Schluss noch einen Korn. Vergiss die ganzen Plagen und lass dir eines sagen. Sauerkraut macht sexy und schon nach 2-3 Tagen. Sauerkraut macht sexy, hörst du die Leute sagen. Sauerkraut macht sexy und das hat seinen Grund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Ein altes Sprichwort heißt, ein guter Gockel wird nicht fett. Das ist keine Kunst, weil er so viele Hühner hält. Ob das auch für Menschen gilt, bezweifle ich sehr. Denn so viele Hühner finden, das wird schwer. Sauerkraut macht sexy und schon nach 2-3 Tagen. Sauerkraut macht sexy, hörst du die Leute sagen. Sauerkraut macht sexy und das hat seinen Grund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Die himmelblauen Alpensänger und Sauerkraut macht sexy. Woher nehmt ihr denn diese Weisheit? Ja, du hast mich gerade ganz verunsichert mit den krummen Beinen. Eigentlich hat es meine Oma mir so gesagt. Aha. Ja. Sollte der Sauerkrautverbrauch ab morgen in Deutschland extrem ansteigen, wisst ihr genau, woran es liegt. Vielleicht bringt euer Sauergemüse wieder Schwung ins behäbige Liebesleben der Deutschen. Solltet ihr mit eurem Titel Musikantenkönige werden, spendiere ich ein fast echtes Spreewaller Sauerkraut zur Feier des Tages. Ja. Bis dahin, schauen wir mal. Die himmelblauen Alpensänger und so sehen sie aus. Wir schauen jetzt auf Startnummer 8. Dazu stehen alte Bekannte aus dem Steigerwald auf der Bühne. Hits wie Lass mich doch dein Knutschbär sein oder Zicke, Zacke, Hoi, Hoi, Hoi markieren ihren Weg. Heute kommen sie uns mal ganz anders. Startnummer 8. Sepp und die Steigerwälder Musikanten und Lieder für die Welt. Ein Lied früh am Morgen, strahlt nach dunkler Nacht. Und
vertreibt alle Sorgen, macht die Sünde weich. Ein Lied spät am Abend leitet uns nach Haus. Alles legt sich nun schlafen und das Licht geht aus. Ein Lied ist ein Begleiter, wohin man auch geht. Tausend Träume, tausend Wünsche sind versteckt in einem Lied. Lieder für die Sonne, Lieder für den Mond, Lieder sind für uns alle. Ein Lied bildet alle Hoffnung, tausend Wünsche und noch mehr. Ein Lied macht uns zu Freunden, richtet zwei, was uns beschwert. Lieder für die Liebe, Lieder für Lieder sind für uns alle, Lieder für die für die Weltstadt Nummer 8 mit Sepp und den Steigerweller Musikanten. Mit ein bisschen Glück geht's damit vielleicht auf den Musikantenkönigsthron. Wenn Sie, liebe Zuschauer, genügend Postkarten schreiben, wie immer gewinnt der höchste Kartenstapel, der bei unserem Notar eingeht. Richten Sie Ihre Post an, Achims Hitparade, Postfach 9, 07901 Schleiz. Achims Hitparade, Postfach 9, 07901 Schleiz. Einsendeschluss ist der dritte Dienstag in diesem Monat. Den Zeitraum haben wir deshalb so lang gewählt, weil unsere Sendung über die dritten Programme der ARD in Deutschland und über Satellit auch in Europa gesehen wird. Die Postwege sind unterschiedlich lang und wir wollen allen die Chance geben, sich an der Wahl des Musikantenkönigs zu beteiligen. Also schreiben Sie. Wie immer gibt es drei Musikpakete von uns für die ausgelosten Gewinner. Und hier unser Kurzdurchlauf. Start Nummer 1, heute lacht die ganze Welt mich an mit dem Wetzelbach-Musikanten. Heute lacht die ganze Welt mich an, ein Wort hat mir so wohl getan. Drum singe ich ein Lied und alle Vögel singen mit. So strahlend blau das Himmelszelt, wir tanzen froh durch Wald und Feld. Heute hab ich dich gefragt. Du darfst die Hoffnung nie verlieren. Die fahrenden Musikanten Monika und Wolfgang Schröter haben Start Nummer 2. Du darfst die Hoffnung nie verlieren, wenn wir auch manchmal zu heulen ist. Auch wenn wir gar nichts mehr lieben, denn du bist immer noch ein kleines Licht. Man darf die Hoffnung nie verlieren. Die Holzknecht waren Nummer 3 mit Borich wird heute aufgespielt. Borich wird heute aufgespielt, jeder sonst ganz und Chemie, außer Land und wieder Zong. Erstmal Beut, a Gaudi, Hock, Borich, Schotzen, Olle, Gern, jede Dame schmeckt.
Mutter Gottes von Altötting war Günter Berle mit Startnummer 4. Mutter Gottes von Altötting, mach mich bitte wieder schön und begleit mich durch mein Leben bis zur allerletzten Stunde. Mutter Gottes von Altötting, wenn der Mensch an Hilfe bringt und wenn meine Not so groß ist, dann verlass mich bitte. Die Nahetaler und Bergfrieden waren unsere Startnummer 5. Ich such mein Frieden, muss Laub auf den Berg. Ich wünsch dich den Frieden, den Schaum's in der Zwerg. Hier find ich mein Frieden, hier kann ich's noch spüren, dass weit weg irgendwo sich Himmel und Erde berühren. Start Nummer 6, Eleni von Trompeter Thorsten Benkenstein. Sauerkraut macht sexy, behaupten die himmelblauen Alpensänger mit Start Nummer 7. Sauerkraut macht sexy und schon nach 2-3 Tagen. Sauerkraut macht sexy, hörst du die Leute sagen. Sauerkraut macht sexy und das hat seinen Grund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Sauerkraut macht sexy und ist obendrein gesund. Und mit Start Nummer 8 kamen Sepp und die Steigerweller Musikanten Lieder für die Welt. Lieder für die Sonne, Lieder für die Mond. Lieder sind für uns alle, Lieder für die Liebe. Ein Lied wird alle Hoffnung, tausend Wünsche. Ein Lied macht uns zu Freunden, bricht den Zwei, was uns besteht. Die Reihe ist jetzt an Ihnen, liebe Zuschauer. Das war's, liebe Zuschauer. Wenn es Ihnen zu kurz gewesen sein sollte, dann machen Sie sich noch mal ein paar schöne Stunden mit dem Besten aus Achims Hitparade. Dazu gibt es diese CD und die Musikkassette bei Ihrem Musikhändler oder direkt bei uns über die Adresse, die Sie gerade mitgeschrieben haben. Das war's dann. Bis zum Mai gilt. Hat es Ihnen gefallen, sagen Sie es weiter. Wenn nicht, sagen Sie es mir. Tschüss, euer Achim.